Wir wollen zurückblicken auf jene furchtbaren Tage, als auch Kolpe, unser Elternhaus und unsere Familie heimgesucht wurden von der Feuerwalze des Zweiten Weltkrieges. Gegen 22:45 hörte ich, wie ein größerer Fliegerverband über uns hinwegflog. Dann blitzte es mehrmals schnell hintereinander auf, das Haus bebt von den Bomben, die rundherum krepieren. Im ganzen Haus ein Krachen, Klirren und Prasseln, mächtige Staubwolken hüllen alles in unheimliche Dämmerung. Dreizehn Minuten lang dröhnen die Riesenpauken des Todes. Als wenn die ganze Stadt zerstampft wird. In Todesangst rennt die Menschenmasse tiefer in den Stollen. Über Deutschland war eine Notzeit hereingebrochen, wie sie kaum in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges geherrscht haben mag. Ich wollte kaum meinen Augen trauen, als ich die grausig veränderten Stadtteile sah. Auf der Mauer, im Bayerhohl, auf der Martinstraße, der Kölner Straße, der Kurfürst-Heinrich-Straße, der Bahnhofstraße, der Bergstraße und hoch am Stötchen. Überall Trümmer, ausgebrannte Ruinen, verbogene Eisenträger, zerfetzte Bäume und zahllose Bombentritte. Der schwärzeste Tag in der Geschichte meiner Familie und in der meiner Heimatstadt muss einem neuen Tage weichen.